So, weiter geht's mit Let's Play Gothic 1. Mein Name ist Torrent1000 und im letzten Part haben wir die drei Golems getötet. Und zwar einen Feuergolem, einen Eisgolem und einen Steingolem. Und haben auch von diesem netten Wesen hier, einem Flammendämon ist das, einen Teleportstein zum Dämonenbeschwörer, sprich zu Xardas bekommen, den wir auch sogleich benutzen werden. Aber zuerst werden wir mal hier die Truhe knacken. Denn da drin befinden sich 321 Erzbrocken. Hier unten gibt es dann noch eine Truhe, da werde ich euch zeigen, allerdings werde ich die nicht knacken. Die ist nämlich ziemlich schwer zu knacken und ich habe keine Lust, da zigtausende meiner Dietriche zu verbrauchen. Dementsprechend werde ich euch jetzt nur mal zeigen, wo die platziert ist. Die ist nämlich hier. Hier wäre diese Truhe. So, gut, aber dann wollen wir jetzt natürlich nicht zögern und sofort zum Dämonenbeschwörer, auch als Xardas bekannt. Denn dort oben werden wir wieder zwei Kisten finden, nämlich genau hier. Und die werden wir natürlich öffnen, denn die sind nicht verschlossen. Was haben wir da drin? 5 Extrakte heilender Kraft, Elixiere magische Energie und 5 Extrakte magische Energie. So, dann schauen wir uns auch noch die andere Truhe an. Was haben wir da drin? 10 Essenzen heilender Kraft und 10 Essenzen magischer Energie. Gut. Dann sehen wir hier am Boden auch schon einen Stern. Das ist hier im Spiel sozusagen das Zeichen von Xardas, würde ich mal sagen. Dieser Stern. Auch sehr auffällig platziert hier. Aber jedenfalls gehen wir jetzt hier die Leiter hinauf und sehen hier einen Kollegen, dem es scheinbar nicht so gut ergangen ist wie uns. Hoffen wir, dass uns nicht dasselbe passiert und dass uns Xardas hoffentlich nicht umbringen möchte. Man kann ja nie wissen. Wir kennen ihn ja schließlich nicht. Gut, aber hier ist er auch schon und spricht uns an. Studien zu unterbrechen. Mein Name ist... Ich will deinen Namen nicht wissen. Er ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass du der Erste seit vielen Jahren bist, der meine Golem-Rätsel gelöst hat. Gab es etwa andere Besucher? Gab es andere Besucher? Nicht viele. Und als sie mir lästig wurden, machten sie Bekanntschaft mit einem meiner höheren Wesen. Du bist wohl gerne ungestört, was? Gut, dann sagen wir auch mal, die Feuermagier sind alle tot. Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wundert mich nicht sonderlich. Diesen dummen, barbarischen Schlechtern in der Burg, allen voran Gomez, war noch nie zu trauen. Choristo und die anderen Magier haben sich ihren Henker selbst gewählt, als sie Gomez damals halfen, die Macht an sich zu reißen. Saturas schickt mich. Wir brauchen deine Hilfe. Die Wassermagier wollen ihren großen Erzhaufen... Der Erzhaufen ist nicht die Lösung. Aha, und nein? Warum nicht? Nein. Der sogenannte Schlechter. Das wird uns später noch sagen, warum das nicht die Bruderschaft im Sumpf herausgefunden. Die Wassermagier glauben nun, dass wir alle in der Kolonie in großer Gefahr seien. Die Gefahr ist größer, als irgendjemand innerhalb der Barriere erahnen kann. Gut, und wenn die Sprengung des Erzhaufens die große Gefahr nicht beseitigt, was dann? Wenn die Sprengung des Erzhaufens die große Gefahr nicht beseitigt. Vergiss den großen Erzhaufen. Seine Energie wird die Barriere nicht sprengen können. Ja, aber warum denn nicht? Hätten Choristo und Saturas in den letzten Jahren weniger Zeit für ihre törichten und eitlen Streitereien verschwendet, dann wüssten sie jetzt vielleicht auch das, was ich weiß. Was weißt du denn? Keiner der 12 Magier von damals scheint sich je gefragt zu haben, warum die Erschaffung der Barriere außer Kontrolle geriet und sie diese riesigen Ausmaße annahm. Hast du es etwa herausgefunden? Hast du es herausgefunden? Eins ist auf jeden Fall klar. Die Antwort liegt tief unter der Stadt der Orks. Die Stadt der Orks? Die Orks sind nicht etwa, wie viele glauben, Tiere. Ihre Kultur reicht fast ebenso weit zurück wie die der Menschen. Vor vielen hundert Jahren beschwörten 5 Ork-Schamanen einen uralten Erzdämonen
um ihrem Clan die Macht zu verleihen, ihre Feinde zu vernichten. War dieser Erzdämon der Schläfer? Diesen Namen gaben ihm die Orks erst viel später. Doch warum sie das taten und warum sie heute vor diesem Überwesen in Furcht erzittern, werde ich dir nicht erzählen. Warum nicht? Ich glaube, du könntest der... Nein. Um mir ganz sicher zu sein, musst du noch eine weitere Aufgabe lösen. Was für eine Aufgabe? Hör gut zu. Die Orks haben einen ihrer Schamanen aus ihrer Stadt verbannt. Und warum haben sie ihn verbannt? Das konnte der sterbende Ork-Krieger, der von einem meiner Dämonen befragt wurde, nicht mehr von sich geben. Was hat dieser Ork-Schamane mit meiner Aufgabe zu tun? Er wird dir den fehlenden Teil der Geschichte über den Schläfer erzählen. Ein Ork-Schamane wird sich wohl kaum mit mir unterhalten. Willst du nun meine Hilfe oder willst du sie nicht? Doch schon, aber... Dann stelle meine Worte nie wieder in Frage. Suche den Schamanen. Er ist nicht gut, auf seine Brüder in der Orkstadt zu sprechen. Also wird er dir vielleicht zuhören, bevor er dich zu einer lebenden Fackel macht. Hoffen Sehr beruhigend. Gut, und wo hält sich dieser Verbannte auf? Gehe zum alten Kastell, östlich von hier. Es ist nicht zu übersehen, denn es steht auf dem Gipfel eines hohen Berges, der schon von Weitem zu sehen ist. Kann man es so einfach betreten? Es wird zwar noch altes Kastell genannt, aber genau genommen stehen da nur noch die Grundmauern. Es ist schon seit vielen Jahrzehnten eine Ruine. Ich werde mir die Antworten von diesem Schamanen holen. Mein Diener hat dir ja bereits eine Teleportationsrune für das Pentagramm einen Stock tiefer gegeben. Ja. Damit sollte es kein Problem für dich sein, wieder hierher zurückzukehren. Stimmt. Gut, dann sagen wir, wir suchen magisches Wissen, obwohl wir es eigentlich gar nicht suchen, denn ihr werdet sehen, er kann uns auch ein paar Spruchrollen und eine Rune verkaufen. Ich suche magisches Wissen. Nämlich hier Skelette beschwören, Golem beschwören und Monster schrumpfen. Und hier die Rune von Untote vernichten. Brauchen wir aber alles nicht momentan. So, jetzt sind wir wieder hier draußen und ich werde das Spiel speichern. Ihr werdet gleich sehen, warum. Wir werden nämlich erst einmal eine Fackel ausrüsten, jetzt wo ich daran denke. So, damit ihr auch ein bisschen besser hier was seht. Und dann werden wir uns... da hinunterbegeben. Scheiße, das ist schon mal ein Fehler. Müssen wir es nochmal probieren. Haben wir da jetzt eine Fackel schon ausgerüstet? Werden wir gleich sehen. Nein, haben wir nicht. Muss ich jetzt noch tun. So. Und probieren wir es nochmal, würde ich sagen. Diesmal mal mit etwas Anlauf vielleicht. Ja, wir haben es überlebt. Gut. Werden wir jetzt natürlich zur Sicherheit noch ein paar Tränke trinken. So. Eine noch. Das Spiel mal wieder abspeichern. Und noch zu guter Letzt einen Trank der Schnelligkeit trinken, denn wir wollen ja möglichst schnell am Ziel ankommen. Ja, hat er den jetzt getrunken oder nicht? Hat er nicht. Dann trinken jetzt. Gut. Hä? Achso, das geht wahrscheinlich nicht, wenn man eine Fackel hat. Da haben wir jetzt was in zwei Tränke verschwendet. Naja, egal. Egal. So häufig werden wir die nicht brauchen. Vielleicht hält die jetzt auch doppelt so lang. Wir werden es ja sehen. Was liegt da am Boden? Eine Waffe. Nein, ich will mich nicht teleportieren. Ich möchte die Waffe aufheben. Ein Kruschpach. Okay. Gut, da oben gibt's nix. Da sind ein paar Gegner. Was sind das für welche Razors? So. Kommt, Razors, sterbt mal schnell. Was sind da schon stärkere Gegner als die Orkunde, wie ihr seht?
So, komm, stirb. Nein! Scheiße. Gut, immerhin sind wir jetzt wieder hier und haben keinen der Schnelligkeitsstrecke verschwendet. Na, das hat dann doch einen Vorteil, dass wir gestorben sind. Oder haben wir da schon einen getrunken? Nein, gut, dann trinken wir den jetzt. Wobei, nein, ich möchte keinen trinken, sonst kann ich ja die Fackel nicht ausrüsten. Und dann seht ihr wieder so schlecht im Video. Dementsprechend werde ich halt jetzt keinen trinken. Sondern hier einfach mit der Fackel in der Hand rumgehen. Wir haben ja nicht umsonst Akrobatik gelernt, damit wir uns schneller fortbewegen können. Auch ohne Schnelligkeitstrank. Ah, da haben wir wieder das rostige Schwert. So. Da hinaus. Die Waffe lasse ich liegen. Und jetzt sind wir wieder hier bei den Races. Und wir werden probieren, ob wir die diesmal vielleicht schaffen. Ob wir die diesmal vielleicht schaffen. Wieder so gut. Zweimal hintereinander die. Ob wir die wohl diesmal schaffen. Ja, ja, die deutsche Sprache ist schon cool. Ach, sieht schlecht aus. Sieht sehr schlecht aus. Sieht sehr schlecht aus. Ich glaube, wir sollten den lieber ausweichen. Und unser Held verliert wieder Blut. Rennen die immer noch hinter uns her? Ich hoffe doch nicht. So. Wie gesagt, diesen Razern sollten wir lieber noch aus dem Weg gehen. Die sind doch schon ganz schön heftig, machen vor allem recht viel Schaden. Trotz unserer schweren Templerrüstung. So, jedenfalls holen wir jetzt mal wieder unsere Fackel. Die haben wir da vorne irgendwo fallen gelassen. Genau. Und springen jetzt einfach an diesen blöden Razers vorbei. So. Na, speichern müssen wir nicht. So, tschüss, blöde Razers. Kriegen wir halt keine EP. So. Da vorne müssen wir jetzt einfach auf dem Weg weiter folgen. Und da hinauf uns begeben. Den Weg kennen wir auch schon. Denn wir sind ja damals, als wir noch die Foki gesucht haben, auch den Weg hier gegangen. Denn wir mussten ja zu einer Bergfestung. Ihr könnt euch erinnern, das war da, wo diese ganzen Harpien waren und wo uns Lester ein bisschen unter die Arme gegriffen hat. So, jetzt läuft uns da meines Wissens gleich ein Ork über den Weg, beziehungsweise erst später. Gut, da können wir ja die Fackel noch mitnehmen. Übrigens sehen wir hier auf das alte Lager drauf. Oder ist es das alte Lager? Nein, was ist das? Doch, das könnte das alte Lager sein. Ja, wird es wohl auch sein. Aber was ist dann das da hinten? I don't know. Aber das wird wohl schon das alte Lager sein, schätze ich. Ja, man erkennt sowieso nicht viel. Ah, das finde ich schön. Da hinten sieht man den Mond hinter dem Berg. Das ist ganz hübsch. Ah ja, und ich wusste, da kommt ein Ork. Ein Orkjäger. So, 200 Erfahrung. Orkjäger sind ja zum Glück kein so großes Problem. So, da sehen wir auch schon einen Teil der Festung hier in der Mauer. Und ich würde sagen, weiter gehen wir dann erst im nächsten Part, denn wir werden ziemlich bald schon auf den Schamanen treffen, den wir suchen. Also, seid gespannt, ob wir ihn treffen, ob er uns töten möchte, ob er uns helfen möchte. Tja, das werdet ihr alles im nächsten Part von Let's Play Gothic 1 von mir, Trollhunter 1010. Bis dahin, ciao.